grüße euch zum neuen Seelennachtbegleiter. Wie ihr bestimmt schon wisst, wird das neue Seelennachtalbum Gedankenrelikt am 7. Dezember erscheinen. Und es ist auch jetzt bereits schon vorbestellbar. Und wir haben uns einfach gedacht, dass wir euch heute, wie auch letztes Mal zu Lebenslinien, einen kleinen Einblick in das neue Album liefern werden. Wir haben hier schon alles ausgelegt. Das ist das neue Fanpaket. Es wird zum Album Gedankenrelikt, das es auch als Soloalbum gibt. Das ist die normale Standard-CD-Version. Die normale CD. Gibt es natürlich diesmal auch wieder die Fanpakete. Und das Fanpaket seht ihr hier. Da haben wir zum einen die Box. Diesmal gibt es zum ersten Mal ein Boxset. Die werden wir auch gleich gemeinsam öffnen, damit ihr seht, wie das Ganze aussieht. Und dann gibt es diesmal natürlich auch wieder ein neues Shirt. Das Shirt heißt Himmelskarte. Das ist ein Motiv von einer astronomischen Karte. Da sind Sternzeichen drauf. Das ist die Abbildung des Sternenhimmels mit den 12 Tierkreiszeichen. Mit hier dem großen Stern. Das hier ist ein Mond. In der Mitte, der ist hier in der Mitte gesetzt. Das ist ein Vollmond. Das SN-Emblem. Und hier natürlich ganz klassisch der Seelennachtschriftzug mit ein paar Sternen. Hier ein paar lateinische Schlagwörter, die auch alle mit unter anderem astronomischen Sachen zu tun haben, aber auch natürlich so ein bisschen okkult und so sind. Werte also hier auch Vater, das heißt Frau. Dann gibt es Sachen wie zum Beispiel Leben und Tod, die halt hier drauf sind. Auch so intensive Gedanken eben. Ne? Relikt, Gedankenrelikt. Was auch noch im Fanpaket drin ist, das ist dieser große Kunstdruck. Das ist ein DIN A4 Kunstdruck, wo der einmal hier das Albummotiv in DIN A4 zeigt. Eine wunderschöne Komposition. Und hinten bin ich drauf. Mit den Säulen, quasi ein richtiges Monument, ein richtiges Relikt. Und ich habe das neue T-Shirt auch gerade an, das ist jetzt hier natürlich das Männer-T-Shirt logischerweise. Das, ich trage jetzt hier die Größe M. Ich habe jetzt bisher immer S getragen bei den Shirts, aber ich bin halt auch jetzt ein bisschen auseinandergegangen. Ich bin jetzt mittlerweile M. Das ist jetzt ganz neu, was ich jetzt auch hinzugelegt habe. Und M passt, finde ich, jetzt bei mir zum Beispiel optimal. Ich sehe das so. Und wir haben Größen, bei den Herren haben wir Größen von S bis 4x XL. Also wir haben S, M, L, XL, XXL, XXXL und XXXXL haben wir alles im Angebot. Und diesmal haben wir auch wieder Girly-Shirts machen lassen. Das hatten wir bei den letzten zwei Alben nicht. Girly-Shirt, kommt gleich die Nadine noch ins Bild. Das ist jetzt zum Beispiel ein Girly-Shirt, das hier liegt. Und das, die Girly-Shirts haben wir von Größe S bis XL. Also wir haben S, M, L und XL bei den Girly-Shirts im Angebot. Vor allem bei den XL Girly Shirts würde ich mich ranhalten, weil die sind jetzt fast schon ausverkauft. Als nächstes zeigen wir euch mal das Girly Shirt, wie es an der Nadine zum Beispiel aussieht. Jetzt also sind wir bei den Damen angelangt und dann zeige ich euch mal das Girly L. Genau, das ist das Girly L Shirt. Die Nadine zeigt euch das mal. Gucken wir mal ein bisschen ran. Ja, Motiv kennt ihr, habt ihr jetzt schon mehrfach gesehen. Dreh ich mich um. Jawohl. Ja, super. Genau. Ja. Und jetzt werde ich euch mal einen Einblick in die Box werfen, in das Boxset. Hier haben wir die mattschwarze Box in DIN A5. Seelen nach Gedankenrelikt. Und jetzt wollen wir nochmal das gute Stück aufmachen, oder nicht? So. Also das machen wir hier mal schön auf. Sie ist auf. Die ganzen Boxen sind auch handnummeriert. Dann hier ist die kleine Nummer, ist wie gesagt limitiert auf 200 Stück. Und zum einen, wenn man das ganze Teil aufmacht, kommt uns erstmal ein DIN A5 Kunstdruck entgegen. Der ist
beidseitig signiert. Eine Seite und hier die zweite Seite. Das sieht so aus, einmal mit Silber, einmal mit Gold unterschrieben. Und so ist das jetzt drin. Das ist die Box drin. Wir haben dann hier die Seelennacht Gedankenrelikt. Limited Edition, das ist eine limitierte Edition und das ist eine Doppel-CD. Es handelt sich bei der CD um zum einen das Hauptalbum, das Gedankenrelikt-Album mit 15 Tracks und zum anderen gibt es hier die zweite CD, die beinhaltet 10 Tracks, das sind lauter so Remixe drauf, Alternativversionen sind drauf, Sachen, die schon mal veröffentlicht worden sind, aber noch nie auf CD erschienen sind. Aber auch ganz neue Sachen, zum Beispiel wie der Gun with the Rain Remix von der italienischen Band Terror Machines. In einem Rockstil, Rock mit Synthrock, richtig geil geworden. Also von dem war ich richtig geflasht, den müsst ihr euch unbedingt geben. Schwarz bewegt ist drauf als Klassiker, der auch immer gut zündet, ihr mögt den ja auch total, auch live und so. Wir haben den Zefalki Remix nochmal draufgepackt auf die Scheibe, da ich ja auch mit dem Falk immer sehr gerne was mache, ist hier zum Beispiel von Plastic Autumn Always Winter drauf, wo ich ja gefeatured habe, wo ich mitsinge, auch immer eine sehr schöne Sache. Von Undercut, das Musikprojekt, das elektronische Musikprojekt vom René, da ist ein Song drauf, wo ich einen Remix gemacht habe, von wo auch meine Stimme auch nochmal zu hören ist in dem Remix. New Visions, der Remix von ES23 ist drauf. Ein von dem neuen Song Schall und Rauch ist ein Worton-Remix drauf. Out of the Night Club Mix haben wir ja noch am Start und Dankbarkeit Seelennacht Alternative Edit, das ist quasi die zweite Version von dem Song Dankbarkeit, den ich selber geremixt habe, also ein Eigenremix. Und dann haben wir noch ein Instrumental, sehr gruselig, finde ich sehr geil, vor allem im Herbst und im Winter, Geisterstunde Outro, so ein dreiminütiges Instrumental zu Halloween, einfach nur Bombe, finde ich. Also das ist richtig schön gruselig. Und das Hauptalbum hat, wie gesagt, besteht aus 15 Tracks, Intro und 14 Songs. Und genau, so viel zur Limited Edition. Bei der Limited Edition ist noch der Unterschied, die verfügt über ein 24-seitiges Booklet. Die normale Edition verfügt über ein 20-seitiges Booklet. Also hier sind noch 4 extra Seiten drin. Da ist der Text von Schwarz bewegt noch abgedruckt und noch ein richtig schönes großes Bild. Hier haben wir dann das Seelennacht-Silikon-Armband. Wir nehmen es aus der Tüte und können es euch hier demonstrieren. So sieht das gute Stück aus. Und praktischerweise trage ich auch schon eins, deswegen gucken wir uns das doch auch mal gleich mal an. So sieht es zum Beispiel jetzt an mir aus. Das Seelennacht-Silikon-Armband. Genau, richtig schön. Wir haben es hier mit Weiß, das ist auch vertieft hier drin. Also es ist eingraviert sogar mit Weiß und natürlich klassisch schwarz gehalten. Genau. Und hier ist zum Beispiel das Bändchen jetzt an mir. Mit dem passenden SN-Logo natürlich dazu tätowiert. Sehr schöne Sache, ganz genau. Das ist das Fanset. Wiederhole nochmal die Produkte, die hier drin sind. Wir haben die limitierte Edition, die Limited Doppel-CD. Wir haben das T-Shirt. Wir haben die Box. Das Silikonarmband. Den kleinen Kunstdruck. Und den großen Kunstdruck. Ich finde den auch richtig geil zum an die Wand hängen oder in den Bilderrahmen rein. Und der Kleine macht sich auch überall gut, vielleicht vom Schrank stellen oder so oder wo auch immer. Oder auch in den Bilderrahmen rein oder an die Wand oder einfach so irgendwie ins Archiv oder so, keine Ahnung. Ja. Und jetzt möchte ich noch gern euch noch kurz zum Abschluss zeigen, wie das Ganze hier von innen aussieht. Ich habe ja auch noch eine uneingeschweißte am Start. Das ist die Limited Doppel Edition. Oh, das Licht, wie machen wir es am besten? Ich glaube, so ist es am besten. Ja, ich glaube so. Ne? Also, limitierte Doppel Edition. Hier ist CD1, das Hauptalbum,
Und hier ist die Bonus-CD. Die Bonus-CD heißt übrigens Wegesrandrelikte. Weil, ich habe mir das deswegen ausgedacht, weil es ja ein Sammelsurium an verschiedenen Songs sind. Und die ich quasi auf meinem Weg in den letzten Jahren gesammelt habe und deswegen die neben den Hauptalben entstanden sind, so als zusätzliche Songs und Remixe, deswegen sind die quasi am Wegesrand von Seelennacht und das sind dann Wegesrandrelikte. So habe ich mir dabei gedacht. Wenn hier das gute Stück noch rauskommt, können wir auch noch einen kleinen Blick hier reinwerfen. Das ist wieder ein sehr schönes. Übrigens, das Artwork hat Pure Velvet Design. Der André Schröder aus Berlin, purevelvet.design, erstellt und er hat wirklich volle Arbeit geleistet. Meiner Meinung nach ist es das bisher schönste Seelennacht-Artwork und er hat sich wirklich ganz viel Mühe gegeben. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz großes Dankeschön an André von Pure Velvet Design, der das hier gemacht hat, weil ich finde, das ist wirklich was ganz Besonderes. Booklet. Wie gesagt, es ist die Limited Edition mit 24 Seiten. Alle Songtexte natürlich drin. Auch in der normalen Edition sind alle Songtexte drin. Hier hat noch der Songtext von Schwarz bewegt, weil der natürlich nur auf der Limited drauf ist. Hier sind die Promobildern, die übrigens in München entstanden sind. Genau. Hier noch, genau. Ja. Genau, ihr könnt sie euch dann ja selber zu Hause ganz in Ruhe angucken, das ist eher am besten. Aber nur, dass ihr einen kleinen Einblick einfach habt. Ja, so viel hierzu. Bekommen tut ihr das Ganze zum einen über DJ-Dead und zum anderen über eBay jetzt in der Vorbestellphase. Und da würde ich mich extrem freuen, wenn ihr euch das Fanpaket sichern werdet. Die Hälfte ist zum jetzigen Zeitpunkt schon vergriffen, also 100 Stück sind weg, 100 gibt es noch. Wir sind jetzt, ich glaube, es ist der fünfte Tag, seitdem die Vorbestellphase begonnen hat, also eventuell ranhalten. Soweit ich weiß, sind noch alle Shirtgrößen verfügbar. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr Seelennacht und uns da unterstützen würdet mit dem Kauf des Fanpakets oder eben der normalen CD. Da würde man uns sehr freuen, das ist wirklich eine die maximale Unterstützung, die ihr leisten könnt, um mich und uns und Seelennacht zu unterstützen. Und da sage ich auf jeden Fall schon mal Dankeschön an alle, die es bisher schon vorbestellt haben. Es wird um den 7.12., es sollte eigentlich pünktlich bei euch eintreffen zum 7.12. Da möchte ich noch kurz anmerken, auf eBay steht dran, dass es erst im Januar kommt. Das ist am 9., das ist aber quasi ein Fehler. Unten steht in der Infobox, Infobeschreibung steht, dass es mit großer roter Schrift, dass es am 7.12. bei euch eintreffen wird. Also alles safe, alles gut. DJ Dead, Links findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. DJ Dead und eBay gibt es das Ganze. Und ab dem Release, dem 7.12. ist das Album auch auf Amazon zu finden. Allerdings nur die normale Standard-Edition. Und auf Poponow dann auch ab dem Release auch nur die normale Standard-Edition. Und ebenfalls ab Release ist es als Download und Stream dann auf allen bekannten Plattformen dann erhältlich. iTunes, Google Play, Amazon MP3, Spotify, Deezer als Stream. Und ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat, der kleine Einblick. Und dann sehen wir uns vielleicht zum dem einen oder anderen Konzert. Wir spielen es am 1.12. noch auf dem Weihnachtsmarkt Gebhardshagen in Salzgitter und am 15.12. spielen wir in Bonn. Im Musikclub Session und nächstes Jahr sind wir wieder zahlreich am Start. Wir werden, ich kann es jetzt schon verraten, die ersten Konzerte nächstes Jahr, das wird in Koblenz sein und dann geht es direkt in Erfurt weiter. Und alles Weitere ist in der Mache, da ist einiges noch geplant, auch Sachen, die ich jetzt noch nicht verraten werde. Seid einfach gespannt und ich würde mich freuen, wenn ihr zum einen hier die Sachen euch holen würdet, wenn wir uns nächstes Jahr auf Tour sehen würden oder vielleicht sogar noch dieses Jahr. Also, macht's gut und bis dann.